Hallo und willkommen zurück bei Altes Live. Der Server Restart ist jetzt Vergangenheit und wir müssen uns jetzt einen Jagdschein holen, so wie ich das verstanden habe, oder? Damien Lewis. Wie sieht das aus? Der kostet 1000 Dollar und den müssen wir beim Bürgeramt beantragen, sonst dürfen wir keine Jagd machen. Genau, der Floxe kann ja mal ganz kurz so ein bisschen versuchen zu erklären, was man denn machen muss und wie das Ganze funktioniert beim Jagdamt. Beim Jagdamt, so weißt du. Wo ist das Bürgeramt denn? Ich hab's gerade markiert. Vorne, ich hab's markiert. Okay. Ich will schon mal hinwandern. Ah, jo, ich seh's gerade auch. Und dann müssen wir uns irgendwo ein Jagdgebiet pachten. Und dann dürfen wir dort jegliches Wild erlegen, was wir finden. Geil. Und verkaufen natürlich. Ja, genau. Siehst du, so kann man aber auf jeden Fall. Aber kein menschliches Wild, bitte, ja. Und was läuft da so rum? Jagdschein, okay. Hab Weiß ich. Nicht. Lassen wir uns überraschen. So, ich hab mir jetzt einen Jagdschein geholt. Jetzt müsste ich wohl noch mal einmal zum Schwarzmarkt. Denn, Ja. Die Waffe ist jetzt noch weg gewesen. Weil und einen Helikopter brauchen wir. Genau, wir müssen also mit dem Helikopter zum Schwarzmarkt hin und von dort aus zum Jagdgebiet in dieser Folge. Von Let's Play Altes Live, meine Damen und Herren. Wie sieht das aus? Ja, dann. Ich hole mal eben ein Auto, damit wir zum Flughafen können. Ja. Okay, sehr schön. Man sieht sich jetzt auf der Map, wenn man in einer Gruppe ist, ne? Mhm, genau. Ja, das finde ich persönlich sehr toll. Dann warten wir mal kurz hier. Ja, auf jeden Fall danke, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast hier bei Altes Live. Wir hoffen natürlich, dass dir die Folgen gefallen und dir Spaß machen. Ich persönlich muss sagen, ich freue mich sehr aufs Jagen. Ist mal was Neues, was wir hier zeigen. Und vor allem, wir wollen ja auch noch später mal endlich wieder Spieler hochnehmen. Und vielleicht jetzt gleich mal ein Ghillie-Suit kaufen, damit wir nicht allzu leichte Beute sind. Ich weiß, der Codex sagt, wir müssen immer den Suit hier anhaben. Aber für den Krieg hier, also wenn wir hier die Drogenbosse raushängen lassen wollen, dann bringt uns der Suit natürlich gar nichts, da wir natürlich ganz schnell in den Gebüschen erkannt werden. Und der Floxe hat uns schon. Alter, was ist das denn für eine Karre, Floxe, Mann? Boah! Richtig geiler Wagen, Mann. Jo, Mann, der Floxe weiß, wie es läuft. Okay, Floxe, gib Gas. Ja, man muss halt, ne? Wie weit ist der Schwarzmarkt von hier entfernt? Ach nee, ach stimmt, wir können uns erst einen Heli holen, ne? Genau. Aber ist das nicht so ein Jeep vom Widerstand eigentlich? Eigentlich ja. Wer hast du den dir denn jetzt besorgt, Mann? Na, ich sag mal, es gibt so Reserven, die hat man noch aus alten Zeiten. Ah, der Floxe, der alte Schlawiner hier. Ich will gar nicht wissen, was er für ein Waffenarsenal da hat in seinem Haus. Man kann ja aber schon mal sagen, dass der Floxe, der bei den Muffins auf jeden Fall angenommen ist. Ja, genau wie der Major und der Bronze. Und, wie gesagt, die kommen erst später noch dazu. Ich muss das ja immer wieder betonen für alle, die jetzt sagen, ey, will den immer mit den aufnehmen? Doch, aber zurzeit ist es so, dass wir jetzt hier spontane Session machen. Alter, Floxe! Oh. Alter, was ist denn hier los? Aber der Wagen hält, glaube ich, einiges aus. Bitte fahr nicht in die Tankstelle. Nee, das, ich glaub, das hält er nicht. Aber die aus. Hätte man überfallen können, die Tankstelle, glaube ich, ne? Weil da stand hätte jemand drin. Hätte man theoretisch machen können, ja. Ja, aber wir wollen uns ja jetzt mit dem Jagdsystem auseinandersetzen. Weil das gibt es ja schon länger und das haben sich einige gewünscht, dass wir das mal zeigen. Und das machen wir natürlich auch. Weil der Jagdmeister. Da können wir mal gucken, was es hier für Tiere gibt. In DayZ gibt es ja unter anderem jetzt auch Tiere, beziehungsweise schon ein bisschen länger. Aber da kommen ja immer neue hinzu. Ich erinnere bloß an die Folge, wo das Wildschwein gejagt haben. Ich weiß nicht, ob die Folge schon da ist oder ob sie noch kommt. Ich glaube, sie kommt noch. Ich glaube, sie kommt noch, ja. Auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Muss man sich auf jeden Fall ansehen. Ach, da vorne ist ja schon ein Hangar. Geil. Aber kann man den Floxe fragen, spielst du eigentlich auch DayZ? Ja, hin und wieder mal. Habe ich, glaube ich, irgendwann schon mal beantwortet. Nur meine Crew hat sich damals dann aufgelöst und seitdem habe ich altes Live, ja. DayZ eigentlich nicht mehr wirklich viel gespielt. Und wie findest du, wie warst du gut in DayZ? Also für dein, also würdest du selber sagen, du warst gut oder würdest du sagen, du hast öfter einen auf die Mütze gekriegt? War eigentlich relativ lange full equipped. Ich weiß nicht, ob die Charaktere seitdem jetzt mal wieder zurückgesetzt ja, wurden, ja. Aber also, das hat sich relativ lang gehalten. Die Frage ist halt, wann was du meinst mit lange, weil es gab ja einmal, ich glaube bei Update 049 gab es ja einen Charakter-Wipe. Also ich habe, glaube ich, im März das letzte Mal gezockt. Oh ja, ja, gut, dann ist er weg. Ja, DayZ ist mal auf jeden Fall auch ein geiles Game, wie ich finde. Diese Brem. Alter, wir heben ab. Ja, DayZ macht schon Spaß, aber halt auch alleine weniger, ne? Ja, ja. Wobei alleine, finde ich, bist du sogar ein bisschen stärker. Weil in der Gruppe. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wenn du da zum Beispiel am Airfield bist und du bist alleine, dann kannst du die alle wegholen. Das geht wirklich ganz gut eigentlich. Ja. Hier los! Alter, was geht denn hier? Voller Betrieb! Was ist das denn hier? Jetzt im Hangar. So. Okay, brauchen wir nur noch Helipopper. Oh, Alter, guck mal hier. Alter, sollen wir da mal einsteigen? Ist das deiner Floxe? Nee. Nee, das ist noch nicht meiner. Wer fliegt denn hier, Mann? Steig ein. Ich bin eingestiegen. Ja, du weißt gar nicht, wo du hinfliegst. Gleich steig aus! Oh Gott. Harry. Okay, okay. Ja, komm, ich wieder. Weißt du, die blinde Wurst ist unterwegs. Ich wollte mir den Heli mal von innen angucken. Da sind wir doch schon mal mit geflogen, mit dem Olli, weißt du nicht mehr? Ja, ja, der Olli. Ja. Hör auf. Alter, der schießt? Nein, man kann mit dem Heli schießen? Ach so, ich dachte, der schießt.
Oh, das ist aber vom Floxe, ne? Sieht ja fast genauso aus. Der hat nur eine andere Lackierung, ja. So, als Passagier mal rein da in die Kiste. Ich will ins, als Co-Pilot. Jawohl, ich kann vorne ins Cockpit schauen. Ladies and Gentlemen. Nochmal, ne? Bitte, was? Was? Genau, Schwarzmarkt müssen wir noch einmal kurz. Okay, der Floxe ist ja der Pilot, der muss jetzt die Durchsage machen. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen bei Floxe Airlines. Unser nächster Halt ist der Schwarzmarkt von Al. Ja, da ist der TeamSpeak abgestürzt. Hallo? Curry? Hört sie sich jetzt an wie so... Hallo, Curry? Curry, sag mal, Floxe, seid ihr noch da, Alter? Ey, ist gerade irgendwie der mega Desync. Hallo? Was ist los jetzt, Alter? Dennis, komm zurück. Wie, ich bin noch da? Dennis! Hallo? 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 Oh, hallo? Ja. Alter, was ist hier los, Mann? Spieler Heideltraut verliert die Verbindung. Hä? Leute. Ich setz mal kurz hier ins Schnitt, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Meine Fresse, was war denn da los? Der Helikopter hat sich überschlagen und alles, jetzt sind wir wieder da. Ich hab nur den Curry gehört. Keine Ahnung, was das war, Alter. Irgendwas stimmt hier nicht mit meinem Internet gerade. Ja, wir waren voll panisch hier, wir saßen hier. Ich höre nur so, Dennis, komm zurück! Ich höre so, was? Alter, ey. Ja gut, alles wieder im Schnürchen, der läuft wieder alles. Keine Ahnung, beim Gottes Willen, was das war. So. Ja, wir sind auf dem Weg zum Schwarzmarkt. Da sind wir doch, glaube ich, schon, oder? Jo. Ja, jetzt gerade. Gott, ja, das Alter. Oh, da ist gerade noch ein anderer Heli. Ist das nicht der Heli von gerade? Das ist ein kleinerer. Das könnte gut sein. Ja. Aber egal, jetzt haben wir hier voll die Obermacht mit dem Heli. Ja, aber hier ist ja sowieso Safe Zone, Mann. Ja, stimmt. Boah, ich meine jetzt sogar hört, wenn der Heli aufsetzt. So, ich hole mir auf jeden Fall einen Ghillie-Suit, oder? Komm, machen wir alle den Wookie, oder? Ja, wir machen den Wookie-Style hier. Warte, machen wir mal Wookie-Muffins. Weil, so haben wir keine Chance. Da hat der Major schon recht gehabt. Schöne Grüße natürlich an die Jungs nochmal. Schöne Grüße. Aber ich hole mir den teuersten, ne? Den teuersten Wookie-Anzug? Wie, Bekleidungshandel? Genau, und dann machst du... Ghillie-Anzug. Genau. Alter, der kostet 100.000, ne, kann ich nicht. Wie viel brauchst du denn? Ich kann dir was geben. Warte, ich gebe einfach 100.000. Egal. Was gibt's denn noch hier für, warte mal, Bekleidungshandel? Was gibt's denn noch? Kleidung, Kopfbedeckung? Danke dir. Ein Helm gibt es hier. Boah, 85.000 Brillen. Alter, Bandana, wie geil ist das denn? Guck mal. Du musst dir die Brille Beast kaufen. Beast. Boah, warte mal. Und den Beast. Guckst dir an. Ching. Auf Brillen, da kommt Bandana. Ja, yeah, ja. Beast? Bei mir gibt's Kaki, Sport, Fellfarben. Fellfarben meinst du, ne? Wahrscheinlich. Ach so, bei mir heißt das Beast. Ich hab meinen Arm auf Englisch. Ja, das ist wohl mit dem Gesicht, meinst du, ne? Ja, ja, mit dieser, mit diesen. Ach so, ja, ja, wo wir Ghosts sind dann. Gibt's hier noch Westen? Waffen. Tarnwesten. Holt ihr euch da noch eine Weste oder sowas? Ich kaufe mir jetzt erstmal eine Waffe. Rucksack. Oh, guck mal, es gibt steuerbarer Fallschirm. Ja, den haben wir sowieso im Heli, die drin, haben wir im Heli ohne Ende. Okay. RCO. Aber hier kann man kein Essen holen, ne? Zack. Aber brauche ich gerade auch nicht. Doch, nicht. Doch. Oder? Doch. Hä, doch. Ach da, ja. Was ist das, der richtige? Ganz viele Wasserflaschen. Aber leider gibt es hier keinen Sniper, das finde ich ein bisschen schade. Sprengladung, Alter! Warte mal. Ey, hier gibt es eine Sprengladung? Was? Die Sprengladung. Ich habe mir eine Sprengladung gerade gekauft, warte mal, ich probiere die mal aus. Nein, warte! Achso, die ist für die Zentralbank. Oh Gott, erschreck mich. Achso, kann ich die nicht hier platzieren? Nee. Oh. Alter. Warte, brauche ich für die TRG eine Lizenz oder so? Ja, hol dir mal Fingerprint oder sowas. Also ich habe das mal gemacht. Ich dachte, es geht jetzt hier so gleich Traitor. Ich kann mir das leider nicht holen. Ja, genau. Ich kann mir das leider nicht holen. Nein, meine Waffe ist auch weg. Ah, ich habe nur einen Rucksack gerade gekauft, da war die Waffe drin. Egal. Hast du dir... Ich Idiot, Alter. Hast du dir jede Fingerprint geholt? Nee. Welche denn? Warte, soll ich mir die TAG 21 oder 20 holen? Die 21 hat, glaube ich, den längeren Lauf. Die ist halt präziser. Okay, das ist Sturmgewehr, oder was? Mein...
Die THG müsste ohne Fingerprint gehen, also die MX und die Katiba müsste eigentlich nur mit Fingerprint. Wenn ich jetzt schieße und die weg ist, dann kaufst du mir eine neue. Ja. Sehr gut. So. Ah, hast aber recht. Sehr gut. Guter Floxe. Tja, was war da, kommt denn nochmal für Munition rein in die... 5,5 irgendwas. 5, irgendwas. 5,56? Ja, ja. Einmal 30 Schuss hast du da und dann hast du... Ja, schon mal ganz viel davon. Sehr schön. Jawohl, die Wookies. Warte mal, da mach ich mal einen Test hier. Ich mach mal eben Update. Okay, das, boah, ja, Alter, die THG geht aber, hat echt ein mega, also kann man echt weit gucken, guck mal, ne? Jetzt kann ich mich hier so reinlegen. Okay, nice. Aber das Problem ist, mein Xbox-Pad ist angeschossen, Moment. Bei jedem wo Schuss, bin ich? Bei jedem das Schuss. Das vibriert dann immer, ne? Ja, ja, wo bist du, Curry? Ah, ich seh dich doch, du Idiot. Ja, du siehst mich nur mit der Markierung. Okay, jetzt fliegen wir zum Jagdgebiet, warte, ich mach mal Update. Ah, richtig, Alter, geil, jetzt Leute. Jetzt gehen wir hier Hirsche jagen mit den Wookie. Warte, lass mir kurz einen Screenshot von euch machen, ihr Nudeln. Warte mal, komm mal her. Na, du Curry? Ja. Ich packe nochmal die Waffe runter, Leute. H oder was war das, ne? STRG. Doppelmal. Ja, genau. Ah, ja, okay. Alter, warte, boah, der Floxe, du hast so ein Loch im Mund, Alter. Kann man da was reinstecken? Bitte nicht. Guck mal, warte mal, Floxe, bleib mal stehen, ich will kurz zeigen. Was ist das denn? Guck mal, Curry. Aber hat so die Sonne. Unser persönlicher Sklave. Wollt sogar aber auf die Knie mit dir. Nee, komm, wir fliegen los. Weißt du, alles vermummt, nur der Mund nicht, weißt du? Oh, ich bin gerade Pilot, will ich gar nicht. Oh, komm, lass Dennis mal fliegen. Nee, wir landen. Oh mein Gott, weißt du, was das denn kostet? Jetzt bin ich schon wieder Pilot, hör doch mal auf! Ja, du hast wahrscheinlich 20. Nee, ich bin Co-Pilot, oder? Nee, ich bin Co-Pilot. Okay, warte. Jetzt aber, ich geh als Passagier rein, Mann. Ja, Passagier, ey. Passagier. Okay, Flox, dann ab zum Jagdgebiet, Mann. Jetzt geht's jagen. Jetzt geht ab, wie oft ich in letzter Zeit Mann sag. Mann, du die auf, wir fliegen los! So, und dann, da hinten ist ein Helikopter gelandet, ne? Ja. Warte, bleib mal, noch nicht abheben, Flox. Ey, die sind ausgestiegen. Noch nicht abheben, Flox, warte mal. Vielleicht wollen die ja versuchen, uns anzugreifen. Ich versuch grad was zu erkennen, aber... Ja, ich sehe auch nur. Da hat sich nur einer hinter dem Wrack versteckt, wo das Auto da steht. Flieg mal ein bisschen drüber, Flox. Vielleicht können wir uns ja ein Battle mit denen liefern. Ist da noch Safe Zone? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht, oder? Nur in der Markierung, ja? Ausmessen. Keine Ahnung. Ausmessen. Warte mal, was macht der denn da hinten? Ja, der sitzt hinter dem Wrack von dem Auto. Der hat einen Unfall gehabt. Da sind noch mehrere Leute im Heli, glaube ich. Wollen wir die mal überfallen, Alter? Ich glaube, das sind die von eben, oder? So, der fährt weg. Ja, okay, dann flieht zum Jagdgebiet. Die überfallen wir. Wir überfallen nicht die eigenen Muffins, Mann. Nicht die eigenen Muffins! Das wären jetzt mies, die haben uns Waffen gegeben und ja, so. Ja, ja. Ich dachte, das wären andere. Kannst du die nicht überfallen? Ich komm mal ganz zum Jagdgebiet. Kriegt man da auch Geld für, ja, ne? Ich glaube, man kann die Sachen hinterher verkaufen, also das Fleisch und so. Wie viel Cops hier drauf sind? Okay, Jagdgebiet ist bei Forstgebiet, ne? Fliegst du hin wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Okay, das ist, ein paar Kilometer von hier weg. Ich bin jetzt mal gespannt. Also ich habe genügend Geld dabei, falls wir das pachten müssen. 181.000 habe ich auf der Hand. Sehr gut. Du läufst mit so viel Geld rum. Weiß ich auch nicht, ich habe jetzt gerade vergessen, das einzuzahlen. Ist eigentlich Quatsch, hast du völlig recht. Du. Hast recht, Floxe. Oh. Sind wir mal richtig cool ausgerüstet hier. Yo! Alter, gar nicht mein Controller vibriert. Scheiße. Aber weißt du, er hat sich den Controller wieder zwischen die Beine gesteckt, so weißt du. Weißt du, links am Schreibtisch nichts ahnen und auf einmal so. Und die Mutterknabber wieder am Schreibtisch. Was? Was? Bitte was? Ich verbiete mir diesen Ton. Bitte was? Burak. Sirnitsch, genau. So, da vorne ist es. Alter, ist ja echt volles Waldgebiet. Oh oh. Ich muss aber immer wieder sagen, grafisch sieht das Game unfassbar geil aus. Also kann ja, ich das echt stimmt. Mal... Keine Chance. Boah, was machst du denn? Ach so. Ich wollte aber mal die Entfernung ein bisschen höher stellen. Also Einstellungen, weil die hatte und ich... Und hier rennen jetzt wirklich auch Tiere rum, oder was? Wenn du das Gebiet pachtest, sollen hier irgendwo Tiere rumlaufen. Okay, dann bin ich mal gespannt. Ich pachte das jetzt einfach mal. Irgendwo muss hier ein NPC oder so rumlaufen. Aufsteigen. Okay, warte mal, hier ist so eine Hütte. Hier steht doch jemand. Yo, Mann. Was ist das denn? Yo. Was war das? Da hat jemand gehupt. Okay, pachten. Ah, guck mal. Wir können Otter jagen, Hühner, Ziegen, Schafe, Hunde. Wehe. Aber es sind bissige Hunde, das ist illegal.
Komm, wir machen erstmal, pass auf, wir jagen erstmal Schafe und danach, ich mache mal Pachtdauer 10 Minuten oder 5 Minuten reicht eigentlich. Wir machen mal Schafe jagen. Und dann nach den Schafen machen wir die bissigen Hunde, weil die sind ja illegal, aber die sind auch rot, also die sind ziemlich gefährlich, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier sind noch Regeln, dass die illegale Jagd ist strafbar, das Töten ihrer Mitbürger ist untersagt, bla bla, sie dürfen die TRG nicht zum Selbstverteidigungszwecken benutzen. Ja. Ach da. Da ist ein Schaf. Oh, habt ihr das schon gepachtet jetzt? Ja, ja. Ich hab eins. Nein, das ist meins. So. Ey, das war meins. Ich hab's geschossen. Du Schwein hast mein Schaf erschossen. Ja, und was heißt das jetzt? Was mache ich jetzt mit dem Schaf? Wie sieht das denn aus? So, da. Also mal STRG-Q oder Windows-Tasten muss das irgendwie zerlegen können eigentlich. Ich guck mal, ob ich auch noch eins sehe. Wie viele laufen denn jetzt hier rum? STRG-Q. Da hinten ist noch eins, oder? Ja, nicht schießen. Warte, ich will es mal sehen kurz. Ja, oder hinten, Alter. Nee, kann ich nicht. Das ist ein Stein. Da unten ist es. Wo? Ich hab eins. Nicht schießen. Eins. Ich will es nur mal sehen kurz. Curry, klau nicht die ganzen Schafe. Ach, da hinten. Ach, ihr Schweine, Mann. Ja. Warte, ich bin dran. Die Jäger. Ist das da hinten ein Schaf? Boah, manchmal denkt man auch, das ist ein Stein. Alter, du hast mein Schaf geklaut. Wo ist es hin? Das hat sich aufgelöst. Ey, du hast mein Schaf geklaut. Wie der Flox das geklaut hat. Du hast mein Schaf zerschossen. Bei mir ist die Anzeige weg, von wegen, dass ein Tier gesichtet wurde. Aber wie groß ist denn der Radius von dem Schaf? Von den Schafen. Also wie groß ist das Gebiet denn hier? Ja, ich denke mal, wie auf der Map, diese grüne markierte Zone, ne? Ja. Und krass. Aber wo ist denn jetzt das Schaf hin? Ja, es hat sich aufgelöst. Ich glaub, aber warum? Ich glaube, du darfst nur deine Schafe erschießen oder so. Das war mein Schaf. Kann nicht dein Schaf gewesen sein. Natürlich. Dummer Schaf? Es wird mir doch angezeigt. Aber ich, laufen hier nur zwei dann rum? Ich sehe gar keins mehr. Warte mal, ist das da hinten? Aber die bewegen sich gar nicht, oder? Ja, das ist einfach nur, die gehen halt da und fressen. Warte mal, ne? Lass uns mal die Hunde machen. Warte mal, Curry. Die Hunde? Ja, leck mich. Die Hunde? Wer ist das hier? Ich muss warten, bis mein Pachtvertrag abgelaufen ist. Okay, ein anderer Jäger hat das, okay. Okay, wie lange geht dein Pachtvertrag noch? Irgendwie 2-3 Minuten. Geht das, ne? Okay. Ja, müsste gleich rum sein. Ein Tier wurde gesichtet, 187 Meter. Ja, in welche Richtung? Neu. Ja, suchen. Lass uns doch mal versuchen, das zu erschlagen oder so. Mit den Schildern. Wenn ihr das findet, nicht sofort schießen, weil dann können wir das mal erschlagen, wenn ihr wollt. Wir suchen es mal. Meiner ist wieder aus der Puste. Aber wie soll man das denn jetzt finden? Alter, kannst du nicht die ganze Zone hier absuchen? Also mein Tier. Also voll im Ghillie-Suit und läuft hier rum wegen so einem. Ja, voll der Meisterjäger wegen so einem Schaf. Ein Tier wurde gesichtet. Okay, dann ist das in eure Richtung. Eigentlich hier irgendwo. Ist jetzt auch die Frage, laufe ich überhaupt in die richtige Richtung? Wer läuft denn da vorne? Bin ich. Okay. Schäfchen! Mäh! Hennis! Hennis ist doch kein Schaf, Alter. Ja, ist mir schon klar. Oh Gott, ey. Da ist es. Warte, Curry. Lass es mal erschlagen mit den Schildern. Was, können wir Schilder rausholen? Gegenstände? Nee, ich muss die Waffe, glaube ich, ablegen. Warte, ich pack die Waffe weg. Schäfchen. Nimm mal das Schild in die Hand. Warte, was steht da drauf? Bushido wieder, Alter. Oh, mein Spiel hat rausgetappt. Moment, ich bin irgendwie... Okay. Geh sofort weiter. So, sorry, weiter geht's. Schäfchen. Kikö, ich gebe dir mal Deckung, falls es abhaut. Hallo? Wollen Sie eine Wiese? Hallo, kannst du mal umfallen? Mäh! So, was kann man damit jetzt machen? Du hast einfach mein Schaf getötet, Mann. Hier steht jetzt bei mir das Tier in diesem Gebiet, wo der erlegt. Zeit zum Zerlegen 2 Minuten. Pachtvertrag Ende 42 Sekunden. Aber wie geht das denn? Ah, warte mal. Heilung, eine Gegenstände. Hä? Ich drücke die Windows-Taste, passiert aber nichts. Vielleicht kann der Floxe das nur machen.
Was war das denn? Alter, was hast du denn gemacht? Was denn? Ich habe nachge... Hä? Ich habe doch nur nachgeladen. Du hast das Schaf geklaut. Oh Pöti, Mann, der hat das Schaf geklaut. Komm, wir machen mal... Ich traue dir nicht mehr. Ah, Flux. Komm her, Flux, willst du ein Heady? In deinem Mund, in deiner Mundöffnung da? Komm, aber wo ist denn dann mein Schaf, wenn es deins war? Hä? Verstehe ich nicht. Ich weiß dann auch nicht. Komm, wir gehen mal zurück und machen die bissigen Hunde, Mann. Ist ja immer voll auf der Puste, Alter. Was? Ich bin voll aus der Puste. Ich auch, ey. Guck mal, wie schnell wir wieder laufen. Du musst schon eigentlich wieder Baywatch-Musik drunterlegen, ne? Ja. Ja, in der nächsten Folge wollen wir uns da mal auf die Lauer legen, bei den Händlern da, bei dem, oder bei der Verarbeitung, mal gucken, was wir da so erwarten. Bin gespannt. Boah, ich finde es so, das nervt einfach, dass die keine Ausdauer haben, die Typen. Ja, liebe Server-Admins, bitte kümmert euch mal darum, das ist ein bisschen zu krass. Also, ich verstehe, Ausdauer und so ist wichtig, ist aber... so anstrengend einfach. So langsam läuft kein Mensch, Mann. Warum sage ich in letzter Zeit so oft Mann? Mann. Das habe ich vom Bronze, der redet auch immer so. Ja, der Bronze. So war das hier? Ja, genau. Ich kann das gar nicht. Mach mal. So, Jagdgebiet, ich mach mal die Hunde. Hunde jagen. Okay, los geht's. Ein ja, Tier wurde im Pachtgebiet gesichtet, 200 Meter. 200 Meter. Aber pass ja, auf, die sind gefährlich, ne? Da sollte man sich, glaube ich, echt ein Auto hier mit hernehmen. Ein anderer Jäger hat dieses Jagdgebiet bereits gepachtet. Bitte kommen Sie später wieder. Die alte Fortwirtschaft wünscht einen schönen Tag. Aber ich sag ja, die greifen einen an. Ihr müsst echt aufpassen. Aber 200 Meter ist ganz schön viel. Ja, glaub, 200 Meter Auto, ist ja richtig übertrieben, ey. Ohne Auto ist das hier echt verloren, glaube ich, ne? Komm, wir gehen mal zusammen. Wir laufen einfach mal hier runter. Wir jagen die wilden Hunde. Kann natürlich auch die andere Richtung sein, ne? Ja? Naja, oder? Komm, wir gehen mal hier lang. Wir checken das jetzt einfach mal. Ist das da hinten? Ist ein Stein? Vielleicht hätten wir uns auch vorher so Frolix kaufen sollen, dann wären die vielleicht gekommen. Boah, ich hab voll Angst, dass der gleich so aus dem Gebüsch springt oder sowas. Ach, Quatsch. Ja, aber weiß ja nie. Ja, hier auf dem freien Feld wird das wohl eher weniger sein, oder? Wir werden ja zufällig gespawnt in dem Gebiet hier, ne? Ja, in welche Richtung müssen wir? Ja, aber ist das auch hier das Gebiet? Ja, auch? Alles, was auf der Map grün ist. Wie macht man denn das GPS an? GPS. Steuerung GPS. M, also Rechtssteuerung M. Aber du hast ja gar keins dabei, Curry. Doch, hab ich. Ich hab keins. Boah, das ist ja mega grün, Alter. Das ist ja alles grün. Ja, deswegen. Man kann auch irgendwie rauszoomen, oder? Wenn du auf einer Map selber bist, ja. Achso. Heißt jetzt 100 altes Folgen, der weiß das immer noch nicht. Was sagt er? Ja, ja. Warte mal, hab ich da hinten was gesehen? Nee. Ah, wo ist der Köter, Mann? Der bissige Hund. Wo ist Quincy? Ja, muss sagen, wo ist Quincy? Ey, den poppst du nicht, ja? Deine Mutter. Gibt's doch gar nicht. Ist der? Kann nicht so schwer sein, hier ein paar Hunde zu finden. Meine Fresse. Hier überall nur Steine. Ja, ich denke mal, es sind Schafe. Ich sehe schon, komm, gleich schreit einer am Spieß, weil der Hund da so aus dem Gebüsch gerannt kommt. Pass auf. Ja. Wie viel Meter war der weg? 200 Meter. Okay. Irgendwo muss das mit 4 sein. Also Curry ist jetzt ungefähr 200 Meter entfernt, weil ich habe den Punkt nämlich genau in die Mitte gesetzt. Also ich müssen wir... auch ungefähr ja. 200 Meter laufen in die andere Richtung gerade. Okay, ich laufe mal hier hoch. Wir haben uns alle ein bisschen verteilt. B, ich werde von deinem Hund getötet. Wenn er mich anspringt, ne? Dann erschieße ich den. Ja, musst du ja ich auch. Ich muss den ja erschießen dann. Kann man die vielleicht gar nicht häuten oder so, die Tiere, sondern dass das dann einfach nur irgendwie doch, gut... Doch, das geht. Nur das kannst du nur machen mit deinem Tier halt. Was auch dir gehört. Ah, okay. Wo ist der Hund? Ey, ich bin jetzt auch fast 200 Meter weg, hier ist nix. Boah, ich bin hier fast an der Grenze jetzt. Ja, ich bin einmal komplett rumgelaufen. Jetzt im Kreis hier, um den Mittelpunkt rum. Ja, hab ich auch so gemacht. Ich hab das genau in die Mitte gesetzt und bin einmal dann rumgelaufen. Oh, ey.
Müssen wir kurz durchatmen. Der Jagdsimulator, meine lieben Freunde. Seid ihr noch da? Verliert Verbindung. Dennis? Ja, ja, ich bin da. Achso. Ja, ich schon gerade wieder, du verlierst Verbindung. Was ist denn los mit dir? Ich weiß nicht, was da mit meinem Internet heute los ist. Jetzt bin ich aber noch da, ne? Ja, ja, du bist noch da. Aber wo ist denn hier ein Hund? Wahrscheinlich ganz am anderen Ende. Ja, das habe ich aber gleich auch abgelaufen. Ich laufe die ganze Zeit hier am Rand von dem Gebiet. Ja, ich auch. Ich gucke auch immer wieder rein. Boah, ich bin so aus der Puste, ne? Also wenn wir dann in der nächsten Folge wenn wir dann in der nächsten Folge so ein bisschen spotten oder sowas, bei den Dings, dann müssen wir auf jeden Fall uns erstmal ein bisschen beruhigen. Wo kann ich denn die Zeit sehen, wie lange ich, Weiß es gar nicht. Alter, der Fettsack, der muss echt mal ein bisschen mehr Fitness machen hier. Der läuft 2 Meter und dann kann er nicht mehr. Ja. Und hier vorne? So Büsche. Das jetzt. Was denn? Zeitchat wieder war. Weil die dann nur ein Hund auf diesem ganzen Gefiedel hier. Schade, ich hätte ihn mal gesehen, weil der soll ja, wie gesagt, gefährlich sein. Und da hätte ich mal gern gewusst, ob der auch animiert ist und so ein Kram oder ihn echt angreift. Ah, du willst doch nur, dass er sich anspringt. Ach, Curry, weißt du, du bist auch so einer, der auf die Welle mitreitet, so, weißt du? Selber hast du gar keine Witze drauf, du Arschloch. Sagt der, der seinen Hund Quincy mal nagelt, so vor der Webcam, weißt du? Ja, genau, das mache ich. Drecksack. Also ich finde hier gar nichts. Und das ist eine Ruine. Ne, ich treffe gleich nur den Floxe wieder. Boah. Alter, wer hat hier geschossen? Ich wollte mal gucken, wie lange es dauert. Was ist das denn da hinten? Könnte ich sein, also pass auf was du schießt. Ja, das muss der Hund sein. Seltsam, sehr, sehr seltsam, liebe Leute. Aber wir haben ja gezeigt, Schafe gibt es auf jeden Fall hier und wie das Jagdsystem funktioniert und so weiter, haben wir euch alles gezeigt. Sag mal, laufe ich gerade auf einen Helikopter zu? Ist das unser, der, wo ich gerade drauf zulaufe? Ja, oder? Ja. Boah, ich bin so aus der Puste. Hundi. Schade. 5 Minuten noch. Will sich nicht zeigen. Ist weg. Ja. Gut, wir treffen uns mal beim Helikopter und dann flattern wir mal rüber. Alter, bis ich da bin, habe ich 20 Kilo abgenommen mit dem Typen. Ja. Wer bist du denn entfernt von uns? Weiß es gar nicht. 100 Meter bin ich weg. Ich bin am Helikopter. Lauf, Fettsack, lauf. Bitte und auch noch bergauf, doch Alter. Schnell. Lauf, Fettsack, lauf. Und wasch ab das Fell. So, ich bin im Helikopter, aber der ist zu. Aber ich muss mich sowieso mal ein bisschen hier regenerieren. Ey, das ist ja der Hammer, wie viel Lauf, Fettsack, lauf. Verbrauch du hast. Zu dem Heli hin. Lauf, Fettsack, lauf, da sitzt Heidel drin. Lauf, Fettsack, lauf, gleich fliegen sie los. Da schießt er schon, Alter, wieder. Hast du gerade auf mich geschossen? Hast du dich getroffen? Was? Nein! Ich habe unter dir gezielt, Flux. Ich will dich doch nicht abknallen. Ich wollte nur eure Aufmerksamkeit haben, liebe Freunde. Nur eure Aufmerksamkeit wollte ich haben. Das kennen wir ja schon mit dem nicht abknallen. Ja, ja, gut, wir haben es verstanden, meine Damen und Herren, wir haben es verstanden. Da kommt der Floxe. Der schießt, er gibt dir jetzt eiskalten Headshot so. Lauf, Fetzer, lauf zu den anderen hin. Da ist der Floxe. Wenn man die Waffe runternimmt, läuft man viel schneller. Oh, geil, Alter. Wenn man die Waffe runternimmt. Doppelsteuerung. Natürlich. So, Flox, dann machen wir die Kiste auf. Ich bin auch da in 5 Stunden. Dann hauen wir mal ab hier, oder? Lass mal den Curry mal in der Prärie. Nein. Dann siehst du, der Krankenwagen ist schon auf dem Weg zu ihm. Genau. Ich komme! Ich komme! So, starte schon mal die Kiste, Floxe. Markier dir schon mal auf der Karte, wo wir hinfliegen können. Also, wie er wegfliegen will, weißt du. Wo wollen wir denn hin? Ja, wir wollen. Ja, wo kann man denn. Also, ich würde mal gerne andere Spieler ein bisschen hochnehmen. Das ist die Frage, wo die sind, ne?
Lauf! Wie sieht es mit den Drogenpreisen zurzeit aus? Kann man da gut Geld mitmachen? Musst du mal nachgucken, unter einem Z-Menü hast du den Markt. Es scheint bei. Achso, yo. Mach den Heli auf! Also Schildkröten und so weiter, warte mal, wo muss ich Verkaufspreis muss ich gucken, ne? Genau. So, dann gucken wir mal. Diese Helis sind so extrem laut. Da steht bei. Achso, Kokain bringt 7, 8000, fast 9000. Ich glaube, das ist das höchste. Kokain bringt bei mir 6600. Achso, das ist eine 6, Alter, das ist so, die Schriftart ist so scheiße, ne? Und das ist alles so mega klein eigentlich. Ja, fliegt da mal zu einer Verarbeitungsstätte. Wir können ja mal gucken. Jo, machen wir. Oder wir können außerhalb von Kavala auf die Zufahrtsstraßen warten und dann. Aber na gut, wir checken erstmal hier die Kokain. Mal gucken. Da ist das Coca-Feld. Wo ist denn die scheiß Coca-Verarbeitung? Heroin-Verarbeitung? Ich mach zu wenig Drogen, Leute. Mann. Der Floxe. Drogen? Drogen sind nicht gut. Hast du markiert? Jo. Wie weit? Das sind genau 5 Kilometer. Ah, super. Sehr gut. Ja, in der Folge haben wir euch das Jagdsystem von Altes Life mal gezeigt. Wir haben ein paar Schafe auseinandergenommen, den Hund, den bissigen Hund haben wir leider nicht gesehen, also Quincy. Und hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Leute. Wir fliegen jetzt noch ganz kurz mal darüber, gucken, was da los ist. Und in der nächsten Folge geht's dann weiter. Die kommt dann auch schon morgen, vermutlich. Und dann kann sein, dass es ein paar Tage Päuschen gibt und dann geht's bald weiter mit Altes Life. Weil wir sind jetzt wieder so drin, haben unsere Waffen und so. Und mal gucken, vielleicht kommt jetzt auch die Mega-Action und es erwarten euch noch mehr Folgen. Ich weiß es ja gar nicht. Aber ich muss natürlich mal abchecken, wie es mit dem Festplattenspeicher aussieht und so. Man muss ja rendern und so. Wisst ihr ja, ne? Also. Muss alles gerendert werden. Genau. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge von Altes Life. Alle anderen Folgen findet ihr wieder immer unter dem Video in der Playlist verlinkt. Wenn neue Folgen kommen, dann werde ich das immer auf Facebook ankündigen. Ihr könnt natürlich auch die Facebook-Seite abonnieren. Die findet ihr unter dem Video verlinkt. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zusehen und lasst doch einen Daumen oben, wenn euch die Folge gefallen hat. Ciao. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.